Ja, irgendwie ist seitdem bei mir ein Zustand da und präsent, den ich sehr genieße, den ich sehr schätze. Nimm das auf. Hallo und herzlich willkommen. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Danke für euren ganzen Nachfragen. Es geht mir sehr gut. Ja, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich glaube, so 2 Wochen oder so seit der Gerichtsverhandlung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich inzwischen sehr, sehr froh bin, dass das alles genau so war, wie es war, weil genau so, wie es war, hat mir das offensichtlich einen ganzen Haufen Ruhe geschenkt. Also zum einen waren meine ganzen Anstrengungen unnötig, das Gericht nicht anzuerkennen. Also mal ganz im Ernst, bei dem, wie das da gelaufen ist, fällt das einfach verdammt extrem schwer, da irgendwo überhaupt noch irgendwas ernst zu nehmen. Und ich hatte aber ein ganz anderes Erlebnis noch so eigentlich mit in Verbindung mit dem Ganzen. Es war halt ein Tag, auf den bei mir im Vorfeld sehr viel hinausgelaufen ist und ab dem ich auch im Vorfeld schon alles unter Vorbehalt geplant habe. Also eigentlich überhaupt gar nichts wirklich geplant habe, sondern tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass ich vorher sogar ein paar Mal noch gesagt habe und auch im WhatsApp geschrieben, ich gucke einfach mal bis zum Ende des Jahres, was passiert, und dann sehe ich am Ende des Jahres, wie es weitergeht. So, und weil ich seitdem nicht ein einziges Muss aufgegriffen habe. Ich kann das inzwischen gut in Worte fassen. Ich habe fast eine Woche, fast 10 Tage gebraucht, um es greifen zu können, was da auf einmal fehlte. Aber das war so diese, ja, dieser bescheuerte Eindruck von, ja, man muss doch irgendwas tun. Das Ding ist, ich weiß längst, dass auch wenn ich nichts tue, trotzdem tausende Dinge passieren. Und auch wenn ich nichts tue, selbst ich was tue, weil man eigentlich nichts tun kann, ohne was zu tun, weil selbst Nicht-Tun letztendlich eine Beschäftigung ist, die man tut, also auch bewusst tun kann. Ja, und so ist jetzt im Moment keine Ahnung. Also ich konzentriere mich halt gerade auf meinen IHR-Job und passe auf die Finca von Michi auf und auf die Hunde, bin halt einfach im Moment sehr viel da, kann mich im Moment auch nur bedingt da wegbewegen, was im Moment halt zwischendurch ein bisschen blöd ist, weil ja, ich kann im Moment zum Beispiel nicht gut Geld verdienen, weil ich da nicht so richtig länger als ein paar Stunden weg kann. Ich habe heute einem Freund noch einen Job abgesagt, weil es einfach in Stress ausgeartet wäre, der das dann in dem Moment nicht. Also es ist, ne, ich bin mal wieder gerade an einem Punkt, ich glaube, ich habe jetzt noch 3 € im Portemonnaie und bin aber soweit mit Essen versorgt und Wasser. Saft habe ich keinen, aber das sind halt so die Sachen. Da fällt es mir wesentlich leichter, meine gewissen Abstriche zu machen, gerade nichts zu kiffen zu haben, keinen Saft zu trinken zu haben, aber halt eben ja dann auch im Notfall nicht rauchen zu brauchen und Wasser zu haben. Ich weiß, ich komme gerade prima auch weiter, auch wenn ich diesen Job gerade nicht annehmen kann. So, stattdessen sitze ich hier jetzt im Moment, um einfach dieses Video mal zu machen, weil ich es anderen Leuten schon versprochen habe, dass ich nochmal ein Video mache und mal einfach erzähle, was bei mir gerade passiert. Und bin halt damit beschäftigt, meine Massagen einfach mal ein bisschen greifbarer für die Leute zu machen, sprich denen überhaupt erstmal zu erzählen, dass ich die mache, weil also ich habe jetzt echt ein paar Jahre Ausbildung hinter mir und ich denke, ich kann damit einfach jetzt auch mal offen rausgehen. Meine Massagen sind einfach Granate und ja, da denke ich, habe ich auch richtig Lust drauf, da im Moment einfach so ein bisschen mein Geld mit zu verdienen. Ja, und dann habe ich, ja, natürlich geht es bei mir auf jeden Fall, ich bin auf dem Festival. Das
ist bei mir immer noch so. Ich habe immer noch TVBO und feiere das und mache das mit Lust und Laune und nehme das halt in vollem Umfang wahr. So wie jeder, der gerade auf irgendeinem anderen Festival ist und das in vollem Umfang wahrnimmt. Und hab ja eine Idee gehabt, die ich gerne umsetzen würde. Und zwar würde ich gerne eine neue Videoreihe machen. Ich würde gerne ein neues Format machen. TVBO TV. Und zwar die Rubrik Friedensgespräche. Und allein hier auf der Insel gibt es sehr viele interessante Leute, die interessante Sachen machen und interessante Sachen zu sagen haben. Und mit denen würde ich gerne ein bisschen einfach vor der Kamera plauschen. Und ja, dazu brauche ich aber wirklich jetzt erstmal eine halbwegs vernünftige Kamera. Also ich habe halt meine Webcam hier im Mac, womit ich das hier gerade aufnehme. Aber das empfinde ich gerade nicht wirklich als geeignet für dieses Projekt. Und meine Action-Cam mit dickem Fischaugenblick auch nicht unbedingt. Und ja, vielleicht hat da irgendwer sogar noch irgendwas rumfliegen, damit wir wieder nicht unbedingt was Neues kaufen müssen. Es wäre natürlich jetzt für mich ein einfaches, irgendwie Geld aufzutreiben, um einfach was Neues zu kaufen. Ich habe aber keinen Bock, die ganze Zeit was Neues zu kaufen. So, und ne, wer das nicht versteht, der kann hier an dieser Stelle gerne mich wieder ankacken. Ich soll doch arbeiten gehen, dann brauche ich nicht zu betteln und weiter einfach nicht verstehen, worum es mir eigentlich geht. Nämlich einfach, ja, weißt du, wenn ich nicht ständig was neu kaufen muss, sondern mich mit gebrauchten Dingen zufrieden gebe, die ich von Leuten bekomme, die dankbar sind, dass es nicht mehr rumfliegen haben und das Teil endlich wieder genutzt wird, dann weiß ich beim besten Willen nicht, warum ich dafür arbeiten gehen soll. Bloß weil ihr das alle macht, die mich da jetzt wegen ankacken oder halt auch nicht. Ich habe ja festgestellt, dass einige von denen, die mir die ganze Zeit sagen, ich soll arbeiten gehen, selber Hartz IV beziehen. Ja, ja, ist gut, wenn man seine Augen und Ohren überall hat, nicht wahr? Ja, machen wir hier nochmal kurz einen neuen Anfang. Mir ist gerade, also ich ist, das ist mit dem Grund, warum ich eine neue Kamera gerne hätte, weil das Ding hier irgendwie Fehler macht. Ich habe gerade eben die Hälfte meiner Aufnahme, da war zwar der Ton dann noch aufgenommen, das Bild aber nicht mehr. So, und dann haben wir da nicht viel von. Deswegen bringt mir das nichts, mich mit dem Mac hier vor irgendwelche Leute zu setzen und mit denen zu plauschen, wenn nach 5 Minuten oder 7 Minuten die Aufnahme wegflitscht. Gucken, was sich alles gibt. Ich werde das Beste draus machen. Fürs Erste, tschüss mit F. Macht's gut. Macht auch einfach das Beste aus dem, was ihr habt. Das bleibt anderes, bleibt euch eh nicht übrig. So, ne? Und ja. Genießt euer Leben, Mann. Wir haben nur das eine. Also zwar in ganz vielen Inkarnationen, aber dieser Moment hier, der ist wichtig. Der ist das, worum sich alles dreht.